So, das Wochenende ist rum, der Prolog auch und willkommen zur ersten Mission. So, gehen wir mal an den Riesenterminal. Hey, Sam, hätte ich fast vergessen, dein Ogset. Neu und verbessert. Dient als eine Art SMI Lite, wenn du im Einsatz bist. Datenübertragungen, Drohnensteuerung, Scans. Okay. Es muss nur noch kurz ans SMI, um kalibriert zu werden. Dann kann's losgehen. Danke, Charlie. So, dann gucken wir uns mal an Helligkeit. Ah ja, machen wir mal ein bisschen heller. Weil letztes Video war echt dunkel. Ich mach's mal auf 6, mal gucken, ob das okay ist. Dürfte eigentlich. So. Spionage gegen Soldat versus nein. Das ist unser Menü im Übrigen. Und hier kann man Missionen wählen oder Multiplayer und was weiß ich nicht was. Unten kann man auch in den Online-Modus wechseln. Ein anderes Menü gibt es leider nicht. Sonst muss man am Anfang nur die Starttaste drücken. Und das SMI macht so den Rest. So, oben, die haben $70.000. Mal gucken, was können wir uns denn so leisten? Ausrüstung. Die Ausrüstung. So, Moment. Ich starte mal kurz meinen Countdown-Zähler. So. Kampagne, genau. So, was können wir uns denn holen? Brille, Ausrüstung. Haft-EMP. Kann man die verbessern? Blitzladung. Ja. In der Kamera Plastiksprengstoff, klar. Liebe gerne. Haft-EMP. Auch kaufen wir, oder? Haft-EMP. Ja, Granaten. Tränengas. Obwohl, Tränengas ist auch nicht schlecht. Kaufen wir mal und rüsten wir sofort aus. Blendgranate. Ja, ich will auch was für die Waffen haben. Ich will jetzt nicht unbedingt alles für die Brille. Ach so. Wüstentarnung. Oh Gott. Ist ja so stadtmäßig. Irgendwie Tarnen. Ja gut, das bringt jetzt nicht wirklich viel, außer ein bisschen Färbe. So ein Nahimpuls kostet zu viel. Alpha-Brille. Ops-Anzug, Torso. Kann man jetzt auch hier sein... Farbe will ich jetzt nicht unbedingt kaufen. Braucht keiner. Wir brauchen Waffen. Handschuhe, Hose. Ja, kann man bis jetzt nur... Na, brauche ich sowieso nicht. Kann ich mir jetzt nicht leisten. Eine Pistole. Ja, die ist gut. Warte mal. Schalldämpfer ist drauf. Laservisier. Ne, da sehen uns die Gegner mit. Holovisier. Leuchtpunktvisier. Holovisier. Dann lieber ein Leuchtpunktvisier. Hohlspitz, Panzer. Panzerbrechend, jawoll! Klar, nehmen wir doch panzerbrechende Munition, ist doch wunderbar. Ein Präzisionsverschluss kaufen wir auch mal. Gewichtsausgleich, ja, mehr Kontrolle. Alles, was der Waffe zugutekommt, kaufen wir. Okay, haben wir genug. Kann man nicht. Schwarzmarkt? Man kann Waffen über den Schwarzmarkt kriegen, auch nicht schlecht. Ja, ob das jetzt in Conviction war, weiß ich nicht. Also Laservisier finde ich immer ein bisschen kacke, weil Laservisier. Dann sehen die Gegner, wenn du mit dem Laser da ankommst. Kompensator? Was ist denn ein Kompensator? Ja, kaufen wir mal.
Größtes Magazin. Gibt es da noch ein größeres? Nein. Natürlich. Hohlspitz. Verbessert auf jeden Fall die Feuerkraft. Ist auf jeden Fall gut. Wir müssen uns auch gut ausrüsten, um... so, das brauchen wir nicht. Dem Spiel auch gerecht zu werden. So. Dann mal los. Jede Mission in der Solo-Kampagne bringt Sam einen Schritt näher zu seinem Ziel, die Engineers aufzuhalten. Halte den nächsten Blacklist-Angriff auf, bevor es zu spät ist. Heute wurde in Ansbach, Deutschland, ein Demonstrant von einem Wachposten angeschossen, nachdem dieser ihn für eine potenzielle Bedrohung hielt. Gunther Schmidt, 34, trafen zwei Kugeln am Bein, als er sich trotz Aufforderung stehen zu bleiben weiter dem Tor des Stützpunktes näherte. US-Basen in aller Welt wurden nach dem sogenannten Blacklist-Angriff in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Den kann man auch mal gut kennen. Ghost bekommt man, indem man 6500 Punkte, nehme ich mal an, erzielt. Panther ist 5000 auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Und Assault ist... ja, okay. Alles auf normal. Punkte... Das ist bestimmt nur die Punkte, höher umso besser. Wo war denn... Es gab doch noch Medaillen, die man bekommen hat. Zum Beispiel, oder vielleicht ist das sogar... Es gibt drei Münzen. Einmal, ich glaube, das ist das sogar. Assault heißt durchballern, Panther heißt irgendwie jeden umbringen, aber nicht abschießen. Und Ghost heißt halt leise agieren. Das muss aber irgendwo nochmal genau stehen. Da ist es doch. Höchste Schwierigkeit abgeschlossen. Nicht tödlich abschließen, ohne jemanden zu töten. Und unbemerkt abschließen, ohne entdeckt zu werden. Ah, genau, also Ghost heißt ohne entdeckt zu werden. Panther heißt ohne jemanden abzuschießen. Und Assault heißt ballern, was das Zeug hält. Ja, ab nach Deutschland würde ich mal sagen, ne? Oder? Ne, Benghazi, Libyen, okay. Andriy Kubin. Den kennt man aus Conviction. Der hat ja angeblich die Tochter Sarah angefahren und sie soll eigentlich tödlich verunglückt sein. Haben aber eine Leiche herangeschafft, die so aussah wie Sarah, um Sam Fisher zu zeigen, aha, deine Tochter ist tot. Er stand auch in ihrem Grab, aber... Wie man in Conviction dann hinterher festgestellt hat, sie lebte noch. Und ja, mit der unterhalten uns erstmal später. Was passiert da in Benghazi? Mein Kontakt ist in einem CIA-Unterschlupf. Da ist jemand, der Informationen über Guam hat. Sie geben ihn aber erst frei, wenn er verhört wurde. Festgenommen? Negativ. Er ist in ihr Büro spaziert. Ist nicht möglich, dass es ein Spinner ist, der einen kranken Humor hat? Verheimlicht ihr etwas? Sein Name ist Andriy Kubin. Sagt euch das was? Sam. Hey, Moment. Kennen wir den Kerl? Es stellt sich nur eine Frage. Warum sollte sich ein gesuchter Waffenhändler der CIA stellen? Und das nach Guam? Wieso überlassen wir es nicht der CIA, ihn zu verhören? Vergiss die Jungs von dem Laden, Briggs. Du bist jetzt in unserem Team. Sicher. Verpasse ich gerade was? Er ist die einzige Spur zu den Engineers. Niemand verhört ihn außer uns. Wer ist Andriy Kubin? Andriy Kubin. Hat mal so getan, als hätte er meine Tochter umgebracht, um mich zu erpressen. Wow. Und wieso lebt er immer noch? Gute Frage. Was machen wir, Sam? Wir starten natürlich die Mission, weil Mission anhalten bringt ja nichts. Zeig mir den Unterschlupf. Was da? Das ist eine üble Gegend. Ich weiß. Komisch, was? Normalerweise sind CIA-Einsätze im Mittleren Osten doch viel besser für alle zu erkennen. Konzentrieren. Am besten durchquerst du hier den Bazar.
Auf dein Zeichen verlässt mein Kontakt den Unterschlupf und du hast danach freien Zugriff auf Corbin. Auf Bildschirmen sieht es nie schwierig aus, Grimm. Damit das klar ist, Sam, unser Ziel lautet, den Mann zu befreien. Und zwar lebend. Jetzt du. Zeig mir die besten Beobachtungspunkte. Die beste Sicht hätte man hier und da. Sieht gut aus. Schnapp dir was Schallgedämpftes. Soll ich für Feuerschutz sorgen oder ein Ziel ausschalten? Charlie, du musst uns einen fahrbaren Untersatz besorgen. Was Unauffälliges. Ein Transporter. Geht klar. Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Such lieber einen geeigneten Punkt für die Exfiltration. Irgendwo hier. Soweit alles klar? Beeilt euch mit den Vorbereitungen. Cockpit, wir fliegen nach Benghazi. Grimm sagt, dass Corbin am Leben bleiben muss. Keine Toten. Benutze Rauch- und Blendgranaten. Keine Splittergranaten. So, dann scheint's mal loszugehen. Wir begeben uns in actionreiches Spielen. Ich bin ja eher so harte Sachen gewöhnt wie Battlefield. Aber Conviction ging auch eigentlich. Also dürfte es kein Problem sein. Von harten Geballern in Schleichmodus zu wechseln. So langsam könnte es aber mal losgehen, weil eigentlich normalerweise dürfte man die Karte. Ah, okay. Grimm, Lagerbericht. Wir haben ein Problem. Ich versuche, seit du dort bist, meinen Kontakt anzupingen. Keine Reaktion. Briggs, hast du Sichtkontakt zum Versteck? Bin gerade angekommen. Sieht nicht gut aus. Auf dem Platz sind überall Milizen. Ich betrete den Platz. Die Milizen blockieren den Vordereingang. Sam, soll ich einen Positionswechsel durchführen und zu dir stoßen? Behalt den Platz von Südwesten her im Auge. Bestätigt. Rücke vor. Grimm, versuch's weiter. Meld dich, wenn du die Kontaktperson erreichst. Okay. Sieht schon recht geil aus, auch die Spiegelung auf der Brille. Also Ubisoft hat's auf jeden Fall drauf mit der Grafik-Engine. Toilette, haben Sie eine? In der Gasse. Okay, bevor wir uns erstmal in die Action stürzen, erstmal schön auf Toilette gehen. Der Druck muss auch raus. Schukran. Shalom. Neuigkeiten von der Kontaktperson? Negativ. Überall Milizen, Sam. Ich sagte, das würde kein Spaziergang. Also im Umziehen ist er ja der Meister, ne? Bin noch in Bewegung. Ich sehe jede Menge Milizen da unten. Könnte laut werden. Kubin finden. Wir werden so leise wie möglich sein. Ich gehe zum Seitenleitern. Tödlich, nicht tödlich. Wir gehen mal auf Nummer sicher und machen tödlich. Sind Tonnen schwer. Hoffentlich hat ihm der letzte geschmeckt. Eliminierung und Waffenkills füllen deine Ausschaltenanzeige. Nicht, dass dein Leben kostet. Wir könnten ihn fragen, wenn er nicht tot wäre. Wenn wir ihn fragen könnten, wäre er sicher deiner Meinung. Bist du witzig? Wie lange müssen wir draußen warten? So lange, wie es sein muss. Wir überwachen die Ausgänge. Vorne.
und erschossen. Keine Fragen. Wo sich im Unterschlupf befindet? Negativ. Bin noch in Bewegung. Willst du oder nicht? Keine Zeit. Ich gehe jetzt rein. Stimmt, wer Ärger macht, wird sofort erschossen. Mission erfüllt. Scheiße. عاوز تعمل كده؟ لا، انا عاوز اتفرج على التلفزيون. مش عارف احنا هنضلنا هون قد ايه. Töte oder menschliches Schutzschild halten. بس خلص وصلح التلفزيون. Körper aufzuheben. Ja, man kann die Körper jetzt noch verstecken. Extras Datenpakete? Wo, wo? Scheint wohl da. Halt! Charlie, Datenpakete. Habe einen USB-Stick gefunden. Sehr cool. Gut, brauchen wir. Ich suche darauf nach Infos über die Engineers und gebe dir Bescheid. Du hast mehrere Ziele vor dir. Eins auf dem Balkon. Kann ich mich irgendwo reinschleichen? Geh in den Raum rechts von dir, dann aus dem Fenster und am Vorsprung entlang. Gute Arbeit. Licht ausgemacht. Er fragt sich bestimmt, warum ist das Licht ausgegangen? Das ist die Antwort. So, leise voranschreiten. Ist hier einer drin? Ich will jetzt nicht unbedingt... Wenn hier einer drin wäre, hätten wir jetzt die Arschkarte gezogen. Dann machen wir Licht aus. Da ist auch keiner. Ist hier einer? So, Licht ausmachen. Licht geht nicht aus. Schließen. Was ist denn hier? Ja, ich schleiche mich hier jetzt durch und durch die ganzen Buden, Wohnungen und versuche die ganzen Terroristen oder was auch immer auszuschalten, um halt hinterher an André Corbin zu kommen. Ob mir das gelingen wird oder ob ich kläglich daran scheitere, das seht ihr demnächst in der nächsten Folge bei Splinter Cell Blacklist. Also bleibt dran bei Renos Let's Play.